Hallo meine lieben Freunde, seid ihr etwa treu geblieben, sonst wärt ihr nicht auf diesem Video gelandet. Sehr schön, heute beginnt meine zweite Aufnahmesession. Ich habe einfach mal mir so ein 2,5 Stunden Barocklied runtergeladen. Und wenn die Session erfolgreich ist, dürften am Ende 10 Folgen rauskommen. Gut, dann gehe ich erstmal in die Welt, ich habe hier schon ein schönes Icon hinzugefügt. Und dann legen wir die direkt doch mal los. Ich habe die erste Aufnahmesession erst gestern gemacht und ich dachte mir, wenn ich jetzt noch mal eine lange mache, das erzähle ich euch direkt mal. Dann, also nochmal von vorne. Ich habe so ein bisschen überdacht, wie kann ich es denn hinbekommen, dass ich vielleicht wieder mein YouTube-Hobby aufnehme, ohne dass ich es zu sehr überreize und trotzdem es irgendwie schaffen kann, vielleicht ein Video pro Tag rauszubringen. Und dann hatte ich eine gewinnbringende Lösung. So. Es ruckelt noch etwas. Das kann vielleicht... Ich guck mal eben was. Ja, also 40 Minuten muss es vielleicht noch etwas mit dem Ruckeln auskommen, aber es dürfte sich gleich legen. Denn nebenbei läuft schon der Upload der ersten Folge, die am Sonntag... Nee, am Montag rausgekommen ist. Genau. Wie gesagt, hier ist der hässliche Turm. Ich muss jetzt erstmal auch wieder ein bisschen reinfinden. Und ich muss erstmal die Musik nochmal leiser machen. So, ist meine Systemlautstärke. Hört das auch hin? Perfekt. Sehr gut. Dann gehe ich hier direkt mal Schäfchen füttern. Ich glaube, ich habe mit der Lautstärke ein bisschen übertrieben. Ich mache die mal noch mal ein bisschen lauter. So, ist gut. Zack. Okay. Die anderen beiden Schäfchens. Du... Und du? Okay, ihr paart euch auch nochmal. Warte, die XP greife ich nochmal ab. So, sehr schön. Und Hühnchen gehen wir auch nochmal kurz paaren lassen. Nein! So. Perfekt. Okay. Gut. Also, wie gesagt, wie kann ich also da einen perfekten Rhythmus finden? Und ich habe die Frage beantwortet damit, dass ich nur an den Wochenenden aufnehme sozusagen. Dafür aber dann so eine, wie jetzt, eine 2,5-Stunden-Session aufnehme. Und dann vielleicht am Samstag dann meistens. Und dann mache ich den Tag immer was anderes, so Sport, was weiß ich, Pipapo, alles mögliche. Und dann habe ich dann auch noch genug Zeit für andere Dinge. Und dann kann ich am nächsten Tag... Ach so, okay. Dann kann ich die restliche Zeit auch noch für mich nutzen und so habe ich dann halt nicht 5 Tage irgendwas zu tun, sondern halt nur 2 Wochenendentage, dass ich da irgendwie was mache. So kann ich auch dann kontrollieren, dass der halt Spaßfaktor für mich auch relativ auf gleichem Level bleibt sozusagen, ohne dass ich mich wieder so ein bisschen... überzocke, sage ich jetzt mal, dass ich zu viel spiele und dann, dass die Lust verschwindet am Spiel. Das ist ja dann nicht Sinn der Sache. Ich habe überlegt, ob ich heute etwas mit dem Turm mache. Und dann dachte ich mir, ich fange jetzt einfach mal straight an mit dem, was ich letztes Mal gesagt habe, weil mir auch gerade nichts anderes einfällt. Und dann mache ich erstmal... Hier, ja, na, das muss ich gleich noch, ich muss auch das Treppenhaus unbedingt bauen. Ah ja, gut. So, dann einmal hier. So, hier noch einmal, zack, und vielleicht da drüben. So, und. Ja, wenn schon, denn schon, ne? Zack, zack, zack. Okay. So, und jetzt, von oben sieht's blöd aus, aber ich glaube, auf meinen Turm gucke ich relativ selten von oben rauf, von daher sollte das klappen. Aber ich bin auch relativ unzufrieden, was hier die Wand angeht. Und es ruckelt richtig heftig. So, dankeschön. Und ich habe auch irgendwie keine Idee, wie ich das anders machen kann. Da muss ich einfach mal in der Experimente-Welt ein bisschen rumexperimentieren, dafür ist sie ja da.
So, und heute bekommen wir richtig viele Setzlinge. Und der ist schon direkt gewachsen. Der hat es richtig eilig. Naja, habe ich nichts dagegen. So, zack, damit wir es auch nicht vergessen. Unser tägliches Holz, kann ich mich noch dran erinnern. So. Deswegen immer den Naturkreislauf aufrechterhalten. Dann pflanze ich da nochmal einen hin. Und so bekommen wir halt schneller mehr Holz. Dürfte euch allen logisch erschließbar sein. Deswegen erkläre ich da jetzt auch nicht viel. Genau. Eine andere Neuigkeit ist auch noch, vielleicht haben es ein oder zwei Leute gesehen, die das Video auch gucken. Aber ich glaube die meisten nicht. Aber wenn ihr unter Videos bei mir guckt, werdet ihr sehen, da ist sowas Minecraft NAWP. N-A-W-P. Das steht für Not Another Winter Project. Das gab es letztes Jahr und wurde dieses Jahr nochmal neu sozusagen, ja, also aus der Schublade rausgekramt. Und ich habe mich auch wieder beworben. Letztes Jahr war ich ja da noch ein bisschen aktiver. Da habe ich dann auch ein bisschen moderatormäßig da was übernommen. Aber ich habe mich auch nicht so klasse geschlagen, muss ich auch zugeben. War auch nicht wirklich das, was ich wollte. Aber sagen wir so, ich will dieses Jahr da wieder mitmachen und da einfach nur gemütlich bauen und die wieder machen lassen. Ohne dass ich da sage, ich übernehme für euch Verantwortung, sondern dass ich dann ganz easy einfach für mich was rumbaue. Als Gast sozusagen. Und dann werde ich da auch nichts zu aufnehmen, wie ihr euch wahrscheinlich denken könnt. Aber ich dachte mir, falls ihr Interesse habt, so mit der Carina, falls ihr sie kennt, irgendwas zu machen und das noch nicht mitbekommen habt, dass ich euch da mal drüber informiere. Okay. So, was ist denn hier los? Gut, ich bin erstmal im Überlegen, was ich machen wollte. Ich dachte, dass ich jetzt erstmal zu Beginn mir ein Boot baue und fett Essen mitnehme, so dass wir eine Spedition machen können. Die Spedition Meier. Und wir gehen dann einfach mal auf Suche nach Leder. Genau. Dann steck dich. So. Die Hühner sind schon etwas nervig. Aber wir sind ja auch kaum in unserem Haus. Federn. So. Erde. Das brauche ich eigentlich gerade alles gar nicht. Aber damit ich hier den restlichen Krams reintun kann, nehme ich mir mal die Erde. Und pack die gleich erstmal rüber. Und den Rest werfe ich hier grob rein. Den Eimer vielleicht nicht. Den brauche ich vielleicht noch. Dann mache ich mir eben auch nochmal ein paar Fackeln. 4 werden draus. Ja, dann brauchen wir nur 16. So. Dann haben wir nochmal einen Stack. Plus 7. Den ganzen Kram brauchen wir auch nicht. Das kann ich ja gleich mal in die Essenstruhe machen. Dann mache ich erstmal kurz den. Zack. So. Perfekt. Ja, das kann ich ja gleich auch in die Kobbeltour machen. Das Wheat. Was wir everyday smoken. Das packe ich auch gleich mal weg. Dann baue ich jetzt erstmal. Da ist die Werkbank. Sehr schön. So, ich weiß es gar nicht. Dicker braucht man echt die gleiche Holzsorte dafür. Oakboat. Jetzt echt? Nice. Das heißt, es ist nicht mehr egal, mit welchem Holz ich baue. Ja, guck mal, da habe ich auch eine Werkbank. Sehr schön. dann nehme ich mir mal... Ja. Na, komm. So. Das haben wir vielleicht auch nochmal spaßeshalber. Dann ja, kann ich ja hier. Na. Mach scheiß drauf. Kohle haben wir eben Überfluss. Was soll ich da denn sparen? Genau. Dann lege ich nochmal eben das Dirt weg. Haben wir alle Werkzeuge, die wir brauchen. Eine Spitzhacke können wir uns eben aus der Mine holen. Machen wir mal schnell. Das ist ja in ein paar Sekunden getan am Trinken. Und ich finde die Musik
muss ich sagen, doch ein bisschen leise. Deswegen mache ich die doch mal ein bisschen lauter. So. Sehr schön. Spitzhacke, genau. Ja. Das Weed wollte ich auch noch weglegen. Gut, aber wir sind ja jetzt wieder auf dem Weg nach die Oberfläche. So, zack. Komm hoch. So. Weil man muss sich auch gut auf so eine Spedition vorbereiten. Dann das Weed, genau, das packen wir mal dahin. Jetzt, wo ich den Zombie höre, ist es vielleicht auch ganz klug, sich ein neues Schwertchen zu machen. Meins ist schon relativ im Arsch. Und ich guck mal eben, ob ich alles habe, um mir vielleicht einen schicken Bogen zu machen. Was braucht man dafür? Das? Und das da, ne? Oh. So. Okay, dann war das genau andersrum. Ja, genau, perfekt. Dann cool, dann nehme ich auch mal direkt 55 Pfeile mit und daraus mache ich mir aus Eisen, was ich natürlich unten gelassen habe in der Mine, nochmal ein Schwert. Heute dauert alles etwas länger. Aber wir haben ja Zeit. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, wann ich angefangen habe. Aber irgendwann werde ich ja merken, dass die Musik aus ist. So, zack, zack. Dann, so. Schön. Gut, ich hätte jetzt irgendwie gelacht, hätte ich da noch eins drin gehabt. Na los, komm. Trau dich. Und, hä? So. Nein! Gut, habe ich es noch bekommen. Jetzt. Nervig gewesen, ja, super. Weil ich ja extra Stufen habe, damit ich auch das schnell hinbekomme. So, dann gehen wir einfach nochmal schnell rüber. Nehmen dabei noch das ganze Holz mit, was wir dafür bekommen können. Und schlau wie ich bin, jetzt ist mir eingefallen, dann kann ich auch noch... Ich nehme die einfach mit, die Birkensetzlinge. Pass mal auf, so dreist bin ich gerade mal. Ich hatte gar keine, gut. Deswegen hatte ich auch so viele in meiner Tasche. Haha. So, genau. Und dann sage ich einfach mal hier Erde. Und hier machen wir einfach mal das ganze Birkenholz, was wir jetzt gerade bekommen haben, rein. Jetzt brauchen wir eben zwei Sitzlinge. So, hier. Noch irgendwo jemand freiwillig. Da müssen wir jetzt einmal 2 Sekunden warten, kurz. Das geht aber ja ganz schnell. Und dann machen wir uns auf die große Suche nach dem Leder. So. Den Baum lasse ich jetzt einfach mal da drüben. Es sei denn, wir kriegen schlagartig 2 Setzlinge. Dann würde ich den mir auch noch kurz mitnehmen. Einer. Hier so, ne? Genau. Da einer, da keiner, nein, dann lasse ich sein und baue eben nochmal schnell. Einfach weil ich das Holz dafür gerade parat habe. Ein bisschen rum, wobei ich ja gar nicht weiß, ich will ja auch das Treppenhaus bauen. Ja, dann da. Okay, gut. Dann auf geht's. Expedition. Juhu. Los geht's. Jetzt fahre ich erstmal mit dem Boot 100 Meter rüber. Ich bin mit dieser neuen Lenktechnik von den Booten auch etwas überfordert. Von daher, ne? So, und... Komm! Ja, ja! Und es hängt. Dankeschön. Und es hängt wieder. So. Dann auf zum Ozean. Und dann fahre ich einfach mal dahin, wo ich... Ich überlege, ob ich ein Bett mitnehmen sollte. Wisst ihr was? Das machen wir einfach mal. Tut mir leid, dass ich jetzt... Ich hoffe... Don't!
Oh, juhu. Hoho. Wir sind schon so viele Creepers hochgegangen. Das ist ja so nervig.